think we found everything in here. I should go join Chloe now. Ach, lassen wir noch ein bisschen den Spaß und setzen uns vielleicht erstmal hin. Geht nicht. Mensch. Machen wir mal ein Beweisfoto. Chloe, say hello to my little friend. Say goodnight to the bad guy. Hat was. Sieht irgendwie cool aus. Dude, I know you have shit to hide. Also hast du immer noch nichts gefunden. Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus, and my step troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped major bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa, listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info. Let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This'll chill him out after our knife showdown yesterday. Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself. I hope you do that instead of lecturing me. Also, ist ja schön, dass sie dann ihr Geld bei Frank bezahlen kann. Aber Leute, ihr habt doch gesehen, es ist für die Behindertenklasse. Da kann man das Geld einfach nicht stehlen. Da muss es schon an die richtige Stelle kommen. Wir können es definitiv nicht machen, auch wenn wir nachher eventuell noch Probleme mit Frank kriegen, aber die müssen wir anders lösen. You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but I've got my power to protect you, right? There's a lot of power in that horse choking wad of cash. But yes, Moral Max is right again. I guess. Let's get the hell out of this office morgue. I know that money would have helped Chloe and me. Sehr geehrter Mr. Prescott, sehr geehrte Mrs. Prescott, wir bedauern Sie darüber zu informieren, dass Nathan Prescott über den vergangenen Monat hinweg trotz wiederholter Warnung und Nachricht für mehrere Störungen des Unterrichts verantwortlich war. Aufgrund eines geschmacklosen Ausbruchs in Mrs. Roidas Unterricht zur Einführung in die Literatur am Dienstag, dem 17. September, wurde Nathan für den Tag zurück ins Wohnheim geschickt, ohne einen Eintrag in seine Akten. Nathan verfügt über enormes Potenzial, aber auch über unberechenbare Verhaltensmuster, die eventuell eine Betreuung erfordern, die über Blackwells Kapazitäten hinausgeht.
Die Schule kann diese Störung nicht tolerieren, also hoffen wir, dass Sie diese Angelegenheit mit Nathan diskutieren und ihm die Schwere der Situation bewusst machen können. Bitte beziehen Sie sich für einen vollständigen Bericht auf die angehängten Dokumente. Aktualisierung: gelöschter Bericht. Sehr geehrter Direktor Wells, wir erhielten einen recht unverschämten und möglicherweise verleumdenden Brief von jemandem aus Ihrer Verwaltung, der Nathan uncharakteristischer, unberechenbarer Verhaltensmuster beschuldigt. Wir sind sicher, dass es sich um ein Versehen handelt. Andernfalls fürchten wir, dass Nathan von Blackwell auf eine angesehenere und besser finanzierte Schule wechseln muss. Bitte antworten Sie mit einer beigefügten Löschung des disziplinarischen Berichts. Oh Mann, die meinen auch wirklich, die können alles mit Geld regeln. Aber da haben wir den Beweis, warum seine eigentliche Akte so blütenrein ist. Blackwell Academy Vorfallsbericht. Nathan Prescott. Folgendes ist eine Liste gemeldeter Vorfälle, die Nathan Prescott betreffen. Es scheint ein Muster an Ausbrüchen und Konfrontationen, gefolgt von Reue, zu geben. Wir empfehlen, dass seine Eltern ihn aus der Schule nehmen und ihn psychologisch betreuen lassen. Einen Tisch im Unterricht geworfen. Seinen Englischlehrer beschimpft. Feuerwerk in den Toiletten gezündet. Schulmaterial gestohlen. Die Schulverwaltung bedroht. Versuchter Diebstahl der Campusstatue Tubanga. Oh Mann, das nenne ich mal Rebellion. Also klauen muss er ja sowieso nichts, weil seine Eltern so viel Kohle haben. Und das Bild ist wirklich creepy. Man kann echt nichts darin erkennen, außer vielleicht ein paar Augen und die Dunkelheit. David Madsen und Nathan Prescott sind beide in meinem Büro erschienen, um mich zu warnen, dass Rachel Amber als Drogenkurier in Mr. Madsen Polizeijargon für einen lokalen Dealer arbeitet. Im Angesicht von Rachels vorbildlichem Status sagte ich David, dass ich konkretere Beweise benötige und er versprach, er habe welche vorzuzeigen. Ich war überrascht, einen unangekündigten Besuch von Rachel Amber zu erhalten. Sie schien sehr aufgebracht und behauptete, David Madsen folge ihr und fotografiere sie. David streitete dies ab und aufgrund der fragwürdigen Gesellschaft, in der Rachel sich neuerdings aufhielt, war ich nicht sicher, ob ich ihr glauben sollte. Also hat sie definitiv mehr mit Frank zu tun gehabt, als wir wissen. Weil er ist ja der örtliche Dealer. Glaube ich. So, dann wollen wir mal alles wieder auf seinen Zustand zurückbringen. Wobei das Licht hier ja anscheinend schon automatisch ausgegangen ist. Und tschüss. That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell Pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish splash? You're right. We hella deserve it. Splish splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you. We're in the otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. Ich glaube, sie denkt immer noch, dass ich unendlich meine Kraft einsetzen kann, wo sie schon des Öfteren gesehen hat, wie krass ich danach Nasenbluten kriegen kann. Go Otters.
I hope the otters will survive. Boys or girls? Natürlich die Jungenumkleide. Mal was anderes. Boys, of course. Figures. Perv. Let me check to see if the pool's heated. Können wir noch ein bisschen schnüffeln? Was haben wir denn hier? Eine Jacke. I guess somebody forgot their Blackwell spirit. Na, die Dose hätten wir vorhin gebraucht. Für das Experiment. Logan. Das war der, der immer so nett zu uns war. I guess I should consider this evolution. Dana, ich weiß, ich bin ein Arsch, aber ich denke immer noch an dich. Kuss, Logan. Ja. Hast du ja immer noch nicht abgegeben, ne? Also bist du immer noch ein Arsch. Und ein Feigling dazu. Sometimes. Da ist nichts drin, hier auch nicht. 6 Trikot, am besten verstecken. Dann sucht das am Spiel, beim Spiel am Freitag. No way am I touching Zach's jersey. Oh, ein Handy. Zach is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Oh Mann. Victoria, hey. Denke gerade an was Unartiges und dich. Zack, cool, was hast du an? Victoria, nur meine Kristallkette und mein Handy. Zack, heiß. Victoria, was hast du an? Zack, bin in der Umkleide, nur mein Trikot, sitze auf meinem Football. Was ein erotisches Gespräch. Das können wir uns jetzt nicht entgehen lassen. Betty developed that in Jefferson's class. But why? Ja, sieht doch ein bisschen verrückt aus. Er zumindest. Und was Ungesundes. Some poor hipster lost their vape. Nathans Schließfach. Vielleicht liegt da ja die Knarre drin. It's okay for Nathan to be hooked on these drugs, right? Ach du Kacke, das ist ja ein ganzer Medizinschrank. Na, der ist auf jeden Fall durch. War klar, dass sowas in der Jungsumkleide steht. Boys locker room is right. Hier ist alles voller Graffitis. Huh, it's nice to know Victoria loves something besides herself. Über uns natürlich auch. Welcome to 1950. Das stimmt doch gar nicht. Oh Mann, wer das wohl geschrieben hat. I bet you do. Dana needs a baby daddy. Hier stehen ja echt nur fiese Sachen. Max Caulfield, Moral Avenger. Or Self-Righteous Hypocrite. This one is almost empty. The guys must like their pink goo. Ooh, pinker Glibber. A
Wir sollen die Kerle nochmal sagen, die stehen nicht auf Pink. Achtung, du hast die Seife fallen lassen. Uhu. Und das ist echt hart. Bros will be bros. Ja, wie cool. I don't think anybody has ever drowned here. I hope. Lass uns planschen gehen. Kann ich ja noch nicht mal reinschubsen. Max, try to find the light for the pool. I want to see the sharks. Otters don't like sharks. They bite. So do I. Hit that light. Also so ein bisschen bin ich ja dein Hiwi, oder? There has to be a control panel for the lights around here. Das sieht elektrisch aus. Und Gott sprach, es werde Licht. Na, wir kommen auch nicht aus dem Schnüffelmodus raus. Yes, we get it. Otters. Ein Rettungsdummy. Don't even think I'm gonna make a move on you. Vielleicht noch eine Tasse Kaffee gefälligst? Coffee and swimming. Good combo. Ich will auch. Time to do or dive, Max. Und wie? Oh yeah, baby. It feels like a hot tub. Too bad you made me feel like the queen of assholes because I wanted that cash stash. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie. Okay, you asked for it. Guck weg. Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Dun 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 dun. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Würde ich auch immer wieder tun. Not that time. But that's because you were there to kickstart my power. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me you would have never discovered your power, right? Deine blauen Haare waren's. Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren.
Ja. Wir wissen es ja mittlerweile. Aber wir sind auch nicht unbedingt nett zu ihm. Warren is nice. Nice? Ouch. That means friendzone. No, he's really cool. It was so sweet when he stood up to Nathan. But I haven't told him about my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other, otter versus shark style. I think I've had my pool experience for the year. Let's jet. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Ja, dann schnell raus, bevor er noch mal Schrumpelhaut kriegt. Schrumpelhaut. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Hi. War ja so klar, dass es nicht glatt laufen kann. Na, wo können wir uns verstecken? We have to go now. Irgendwo raus? Nein. Ah, wo kann ich hin? Schnell weg. Are you shitting me? Oh no. Auch noch David Madsen. Dude, hide! Like when we were kids. I could use my power. Or just look for a hiding spot. Or both. Where are they? Oh oh. Geh weg. Jetzt komme ich ja nirgendwo hin. Hello? Anybody there? Laufen halt im Kreis. Kann er uns auch nicht sehen. Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. I heard something over here. Who's here? I got a flashlight and a stick. Na, haben wir ja noch mal Glück gehabt. Wait, turn around. They're coming. We have to find another way out. Oh, this is bullshit. You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? Okay. Into the car. Get in. Later, fuckers. Max, you rock. We are so fucking awesome. Yes, we so are. Als wenn er ihren Wagen nicht auf dem Parkplatz gesehen hätte. Kannst mir auch nicht erzählen. Good night.